Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Unite. Wir springen gleich in ein Wanket rein. Ich werde wieder Pikachu spielen, wenn ich ihn dann bekomme. Sieht aber gut aus. Jo, ich krieg mein Pikachu, sehr gut. Wir haben sogar einen Supporter im Team, mega, mega gut. Vielleicht geht er ja sogar auf meine Line. Ich werde wahrscheinlich wieder Toplane gehen, weil Pikachu Toplane liegt mir irgendwie am besten, finde ich. Und wird, glaube ich, auch empfohlen vom Spiel aus. Okay, die Gegner sind sehr, sehr angriffsorientiert aufgebaut. Die haben kein Tank. Wir haben mit Machomai zumindest so ein bisschen einen Tank. Ja, die gehen voll auf Angriff. Na, ob das nicht so schlecht ist für die, ich weiß nicht. Ich finde mein Team besser. Wir sind zwar auch sehr auf Angriff getrimmt, aber wir haben einen Absol, der einmal einen Jungler sein kann. Wir haben mit mir Pikachu, der halt automatisch angreifen kann. Dann haben wir wohl Nona, die so slowen kann und ein bisschen supportmäßig ist und einen richtigen Support. Und mit Machomai halt so ein bisschen einen Tank. Ist schon in Ordnung. Kann man machen. Okay, und wir sind mit wohl Nona auf der Top-Lane. Bin gespannt, gegen was wir spielen. Wahrscheinlich gegen das andere Pikachu. Und mal gucken, wer sein Kompagnon ist. Die haben leider die Krabbe in der Mitte bekommen. Ah, dieses komische neue Wasser-Pokémon. Ich habe leider den Froggo. Keine Ahnung. Auf jeden Fall den. Und oh, das war ganz schön knabbi. Ich sollte vielleicht mehr auf meine Leben achten. Bitte, ich brauche ein paar Leben. Dumm vom Gegner, dass er da nicht hinterhergegangen ist. Sie hätten mich easy peasy töten können. Und dann wäre, glaube ich, der Start hier richtig schlecht gewesen. Wir helfen aber kurz unseren Absol, wo ich mir auch nicht so sicher bin, ob das die beste Idee ist, wenn man seinen Jungler hilft, weil der verliert dadurch ja, glaube ich, auch ein paar XP. Kann aber auch sein, wenn ihr das wisst, Leute, sagt das mal bitte, wenn man dem Jungler zwar bei seinem Jungle Camp hilft, aber er den Final Blow macht, kriegt er dann die XP und man selber nicht? Ist das im Jungle anders geregelt? Das kann nämlich sein. Bei League of Legends wäre das nämlich so. Und wir haben unseren ersten Goal gemacht. Das heißt, meine Brille, die ich ja ausgerüstet habe, hat mir jetzt Special Attack gegeben. Und ich habe auch rausgefunden. Oh Gott, ich muss mal kurz hier weg. Okay, ich glaube, das kriege ich nicht. Okay. Ich bin beide Punkte losgeworden. Also halb so schlimm. Die kriegen 2 XP, aber sonst. Ich habe nämlich rausbekommen, Leute, dass die Brille tatsächlich. Erstmal töten wir jetzt dieses komische Frosch. Was hat der denn gemacht? Ist der sogar weggesprungen oder war das eine Attacke von ihm? Oh, ich muss den auch mal rausfinden, was der für Attacken hier hat. Jedes Mal, wenn man scored mit dieser Sonnenbrille, die ich ausgerüstet habe, diese Special Attack Sonnenbrille, kriegt man nämlich tatsächlich Special Attack. Ich habe mal im Practice-Modus geguckt und das ist tatsächlich so. Also nicht nur beim allerersten Mal, wenn man das macht, sondern tatsächlich jedes Mal. Lohnt sich also schon, nur einen einzigen Punkt abzugeben, weil du jedes Mal. Oh. Wieso ist denn mein Volona hier gestorben? Das ist ja nicht so cool. Aber es lohnt sich auf jeden Fall jedes Mal, das zu machen. Wir können mal unseren Absol hier im Jungle helfen. Der kämpft hier gerade gegen das Zeraora. Da habe ich den Namen jetzt auch endlich drauf. Zeraora ist sehr, sehr cool. Sogar im Anime. Den gucke ich jetzt übrigens auch. Leute, guckt ihr den neuen Anime von Pokémon? Der ist gar nicht so schlecht, finde ich. Ein bisschen aufgedreht, wie Ash da am Anfang ist. Aber das wird besser, je länger der Anime geht. Ich finde den sehr schön, obwohl ich eigentlich zu alt dafür bin. Aber für was man mag. Leute, der kann sich aufteilen. Für was man mag, kann man ja eigentlich nicht zu alt sein, nicht wahr? So, okay, 25 Punkte brauchen wir noch. Wir klauen dir doch mal die Beere. Ich hoffe, das ist jetzt nicht wieder Karma belastet bei mir. Wie beim letzten Mal. Als ich die genommen habe, bin ich sofort danach gestorben. Eigentlich sollte man halt nicht gegen die Leute kämpfen, wenn sie da in ihren Golen drinne sind. Aber wir blitzen die einfach weg und dann. Das war schon wieder so knappi. Passt das schon? So, stimmt, ich habe jetzt auch eine neue Route, Leute. Letztes Mal bin ich ja die volle Thunderbolt- und Thunder-Route gegangen, also dass ich die ganze Zeit so angeben musste, wo ich meine Donner hinplatzieren möchte. Ich bin jetzt aber umgestiegen auf Thunderbolt, weil das finde ich trotzdem mega cool, dass man damit in. Hier auch mega gut. Oh, leck, fuck. Dass man damit in Büsche reingucken kann. Und als zweites aber den Elektroball, weil der Elektroball ist einfach ein absoluter Hit. Also der trifft immer, er slowt den Gegner, was mega gut ist. Ich habe herausgefunden, dass die Passive von Pikachu auch slowt. Das heißt, wenn dich ein Gegner angreift, dann sind die einmal kurz geslowt. Habe ich bisher noch nie so mitbekommen. Im Spiel selber heißt das übrigens paralysieren. Slow, da heißt paralysieren. Und überleben wir das? Ja, okay. Aber gerade ist. Oh, da ist ja noch ein Gegner. Warum ist das denn hier? Und ich glaube, das überlebe ich nicht. Ich habe den gar nicht gesehen. Warum war der denn da? Mega uncool. Ah, da haben sie unser Gold kaputt gemacht. Schlecht, schlecht, schlecht. Und rote Mann hier auch bekommen. Aber kampflos gebe ich euch nicht meinen Goal hierher. Was der Zeraora auch die ganze Zeit oben ist. Was soll denn das? Richtig im Blutkopf. Okay, das rote Mann kommt aber zumindest nicht zu unserem Ziel. Wenn wir den jetzt hier schön kaputt machen und nicht irgendwelche anderen Pokémon noch ankommen, sollte das gut sein. Wir haben unseren Unite-Move. Wieder einen kleinen Lag. Sorry wegen den Lags, Leute. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich glaube, das ist Vodafone. Also es liegt nicht an Nintendo selber. Ich habe mir sogar so einen LAN-Adapter geholt, extra für die Switch und auch angeschlossen. Mit extra neuen Kabel, so ein Cat8-Kabel, das Megabilliarden, 8 Milliarden, zig Millionen Gigabyte übertragen kann. Soll also das Beste vom Besten sein. Aber irgendwie bringt das trotzdem nichts, wenn Vodafone halt scheiße ist. So, erstmal das Teil hier kaputt geworden. Oh, hi. Wie geht's denn? Willst du meine Ulti schmecken? Klar, kannst du haben. Ich glaube, die Ulti war Overkill, hätte ich gar nicht gebraucht. Aber dann sind wir wenigstens auch schneller beim neuen Ziel. Und zack! Nochmal 9 Punkte mehr. So, wir bleiben nochmal kurz beim Ziel, damit wohl Nona
ihre Punkte machen kann. Never mind, war eh kein anderes Pokémon in der Nähe. Diese fucking Legs, what the fuck? Okay, nervt richtig. Okay, warte mal, wie steht's denn momentan? Ey, lass mich back, ihr du! Ja, kommt ihr zu zweiter, ne? Aber ihr habt nicht damit gerechnet, dass meine Vulnona noch hier ist. Ich hau trotzdem da, bye bye. Das Gute ist, da können sie nicht so schnell folgen, wenn die Dicktries da in Eimer wegbuddeln. Das ist schon sehr praktisch. Okay, unsere Vulnona können wir leider nicht mehr helfen, aber ein bisschen Schaden können wir noch machen. Es steht gerade, ich glaube, die Gegner führen. Wir haben nur ein Goal von denen und die haben zwei Goals von uns schon kaputt gemacht. Vielleicht können wir ja unten mal ein bisschen helfen, wenn es nicht laggen würde. Spiel, danke. Yep, okay. Und das Zeraora, komm, das Zeraora kriegen wir auch noch. Mega nice. Okay, Leute, keep up the pressure. Wir sind zu fünft. Lass uns das untere Ziel kaputt machen, auch wenn oben dieser komische Ninja-Frosch ist. Nein, okay, Leute, kommt, wir geben alle unsere Punkte ab und dann haben wir das Ziel hier und dann sollte es ungefähr unentschieden sein. Mega gut. Hallo Pikachu. Du hast zwar denselben Skin wie ich und wir sind in der Hip-Hop-Gemeinde, aber ich muss dich trotzdem verdichten, wenn er nicht weglaufen würde. Zeraora, ey. Diese Attacke von Zeraora, ich hasse sie immer noch. Die muss so genervt werden. Ich hoffe, dass Niantic... Okay, ich sag Nintendo. Erstmal hier. Leute, töten! Easy, 2 gegen 1. Und der Zeraora denkt sich, er kann sich hier die Pokebälle holen oder was? Nicht mit mir. Nicht mit mir. Ich lass mich doch nicht runterziehen. Da, wieder ein bisschen der Special Attack. Mega nice. Ich hoffe, die machen Patch Notes, um meinen Gedankengang nochmal zu Ende zu führen. Dass man die auch nachlesen kann und so. Und dass sie nicht einfach sagen, yo, es gab ein Update. Aber nicht wirklich sagen, was die verändert haben. Das wäre sehr, sehr schade. Die haben sogar... Ich habe gesehen, Niantic hat... Was war hier? Flüchten, bitte lassen Sie mich gehen. Einmal stun und weg. Haben eine Umfrage rausgehauen. Die kann ich auch mal in die Kommentare oder in die Beschreibung packen. Alter, wie der mich die ganze Zeit verfolgt. Du Blödkopf. Dafür ist Thunder halt auch richtig geil, Thunderbolt. Ich krieg das nicht. Jetzt sind wir zu dritt. Ihr Blödis. Zu viert sogar. Und ich sterbe einfach trotzdem. Gigi. Der wollte mich einfach haben. Aber dafür stirbt er hoffentlich auch. Komm on, Leute, ihr seid zu dritt. Oh nein. Er hat doch überlebt. Scheiße. Ach man. Aber ja, Niantic hat eine Umfrage rausgehauen, wo sie fragen, wie man das Spiel findet, was man besser machen könnte und sowas. Die dauert so ungefähr 7 Minuten, also ich habe sie auch ausgefüllt. Und damit kann man halt Niantic sagen, was man am Spiel toll findet und was sie besser machen sollten und was schon gut ist, etc. Wäre vielleicht ganz gut, wenn ihr auch dem Spiel zugeneigt seid, dass ihr die vielleicht auch ausfüllt. Ich werde sie auf jeden Fall mal in die Beschreibung packen, wenn euch das interessiert. Sehr nice. Mach mal, du bist der Allergeilste. Ja, geh mal back. Wir können auch gleich Zapdos machen. Das glaube ich... Ja, guck mal, die wollen da sogar hin. Ich komme gleich, ich gebe nur kurz meine Punkte ab. Dann können wir gerne Zapdos machen. Weil ich glaube, unser Lead ist jetzt nicht so krass. Okay, mit den 50 Punkten jetzt vielleicht schon. Oh nee, oh nee, oh nee, Zeraora, gehen Sie weg von mir. Guck mal, ich kann ja nicht mehr mit meiner Ulti... Okay, nevermind. Dafür ist der Elektroball halt cool. Hätte ich das andere Thunder-Ding genommen... Oh, habt ihr... Leute, die haben Zapdos einfach schon gemacht. Ohne mich! Was geht dir da ab? Der Zeraora... Nein! Oh Gott... Doof das. Aber wäre das Zeraora in die Mitte gegangen. Halt ihn auf, halt das Pikachu auf. Hä? Oh, er hat einfach das wilde Pokémon angegriffen und jetzt kommt er da nicht durch. Er dachte, da wäre frei, aber nope. Aber wir haben zum Glück Zapdos, deswegen kann der das Pikachu seine Punkte nicht instant abgeben. Und das Machomai kümmert sich um den. Das ist so assig. Hä? Es ist so assig. Gegner, die an einem dranbleiben. Wie zum Beispiel Machomai, ist so assig als Pikachu. Ich hasse das, wenn ich Pikachu spiele und dann Machomai im gegnerischen Team ist. Oder auch ein Lucario, alles super eklig. Auch Zeraora. Zeraora ist so ein krasser Counter zu Pikachu. Vor allem, wenn er diese dreifachen Sprungattacke hat, dann kommst du gar nicht mehr weg. Macht er seine dreifache Sprungattacke, dann macht er noch sein Elektrofeld. Und obwohl man selber auch Elektro ist, stirbt man einfach. Das ist aber richtig kacke und ich verstehe es auch nicht, was soll das alles? So, ja, noch 46 Sekunden. Ich glaube aber, das ist ein Safe, weil wir einfach Zapdos hatten und die Gegner dann nicht wirklich was gegen gemacht haben. Wir haben auch 4 Goals und die nur 2. Ja, irgendwie haben die nachgelassen, seitdem wir uns einmal unten zu 5 getroffen haben. Und die Gegner dann nicht mehr so viel gemacht. Ah. Ja, ich glaube, die können jetzt auch nicht mehr viel machen. Wir könnten jetzt noch ein bisschen unsere Goals verteidigen, weil ich glaube, so richtig viel können wir nicht mehr machen, obwohl wir 36 Pokebälle natürlich auch bei uns haben. Ich glaube, ich verteidige lieber mal. Vielleicht kriegen wir hin, dass der Lucario da oben nicht noch seine 82 Punkte los wird. Aber Machomai kümmert sich schon drum. Ich warte einfach mal, ob wir noch mal irgendwie sehen, dass jemand auf ein Ziel geht. Da unten ist einer. Aber nein, du darfst deine Punkte nicht abgeben. Ich töte dich sogar noch mal. Mega gut. Hätte ihn wahrscheinlich auch nicht geholfen, aber... Ja, 620 zu 200. Okay, das war ja doch gar nicht mal so knapp, wie ich dachte. Ich dachte, das wäre knapper, tatsächlich. Oder haben wir die ja richtig weggebumst, haben wir die. Und wer hat die meisten Kills gemacht?
Ich hatte ja einmal einen Doppelkill. Oh, 11 Kills habe ich. Ich habe die meisten Kills. Immerhin. Als Attacker sollte man das auch machen. Nur 2 Assists aber. Und MVP sogar. War ja dann gar nicht so schlecht. Ja, guck mal, Zapdos. Ohne Zapdos war es tatsächlich knapp. Wir haben sogar erst geführt gehabt, aber mit Zapdos easy win. Easy win, würde ich sagen. Gut, guck mal, ich habe sogar einen guten Job bekommen. Cool. Und besser Spieler. Gut, dann war es das mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin sogar Expert Class 3 jetzt. Nice, vielleicht werde ich ja noch in die super krass Liga kommen. Das wäre sehr richtig toll. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss.